Mein Name ist Matthias Pesch, ich bin der Pressesprecher der Kölner Verkehrsbetriebe. Was können Sie zum Unfallhergang sagen? Hier ist ja der Unfallbus, oder eher gesagt der KVB-Bus, in den Strommast gefahren. Ja. Das war am Pfingstsonntag. Der Busfahrer hatte ein plötzlich auftretendes internistisches Problem, ist daraufhin kurzzeitig ohnmächtig geworden und hat dann dadurch eben die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Ist gegen diesen Strommast gefahren. Es geht ihm inzwischen besser, er ist nach wie vor krankgeschrieben, aber er ist auf dem Weg der Besserung. Das heißt, zu den laufenden Ermittlungen der Polizei können Sie keine Auskunft geben? Da möchten wir nichts zu sagen. Nein. Super, danke. Stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Lars Mörl, ich bin stellvertretender Werkstattleiter im Bereich Busse und Nutzfahrzeuge und habe heute mit den Kollegen der Werkstatt und unserer Bauabteilung die Bergung des Fahrzeugs begleitet. Man hat gesehen, der Bus, der war ja schwer in dem Strommast verankert. Gab es da Komplikationen? Hatten Sie Zweifel? Ja, also wir mussten auf die individuellen Situationen reagieren, aber Zweifel gab es eigentlich so nicht an der Bergung. Sind Sie denn vom Zeitaufwand zufrieden? Ja, durchaus. Also wir hatten so mit 4-5 Stunden gerechnet und hatten letztendlich irgendwo eine Punktlandung so bei ca. 5 Stunden. Insofern, ja, wie kalkuliert, hat es gepasst. Man hat gesehen, Sie hatten viele Mitarbeiter, Bergungsfahrzeuge vor Ort. Das Fahrzeug mit der Spaltschiene, wie sagt man, wo Sie den Mast abgetrennt haben. Welche Bereiche waren vor Ort? Es war ja nicht nur Techniker da, oder? Wir hatten vom Personal eigentlich alles vor Ort, sowohl Mechaniker als auch Elektriker und ich sag mal die Kollegen, die von der Bergeabteilung bei uns auch tätig sind, mit dem entsprechenden Schneidbrenner. Und ja, hatten somit eigentlich keine Probleme und es hat gut funktioniert. Man hat auch gesehen, der Bus, der fuhr raus. Haben Sie damit gerechnet, dass der Bus überhaupt noch fährt? Weil nach dem Unfallhergang oder allgemein nach dem Schaden? Ja, von den Erfahrungswerten und so wie der Schaden sich dargestellt hat, sind wir davon ausgegangen, dass wir selber fahren können. Unkalkulierbar war so ein bisschen, wie sich das auf der Wiese nachher verhält, aber der Untergrund war zum Glück fest, dadurch konnten wir gut rausfahren. Das heißt, es gab keine Komplikationen, die Arbeit hat reibungslos geklappt und Sie waren vollem Umfang zufrieden? Reibungslos, insoweit man eine Bergung als reibungslos bezeichnen kann, ja. Und, ja, sehr zufrieden, wie es geklappt hat nachher. Super, danke. Thank you.
gehe mal einen Schritt zurück. Ich will die Dinger ausschneiden. Ja,
Ist ja locker tot. Ja, ist okay. Weil man den mal eben die Straße zumachen kann.